Leute, und herzlich willkommen zurück auf Maisy.at. In den letzten Videos haben wir ja das Bett fertiggestellt, haben schon mal die Küche angefangen. Es ist trotzdem noch ein bisschen Kleinigkeit liegen geblieben. Ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen aus den letzten Videos. Ich soll mehr reden, wurde mir gesagt. Ich denke mal, das kriegen wir irgendwie schon hin. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Wie gesagt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die noch zu erledigen sind, aber das zeige ich jetzt mal aus der Hand. Also ich zeige euch jetzt mal, was noch so übrig ist. Ja, das ist hier so ein Riegel, den man dann hier festschraubt, um das Bett zu sichern gegen Verrutschen. Das ist nämlich gestern auf dem Weg zum Baumarkt einmal bei einem beim Bremsvorgang nach vorne gerutscht. Dann habe ich hier schon mal ein paar Kanister besorgt, 3 Stück, 2 sollen hier nachher rein. Muss ich aber mal schauen, wie das mit der Kühlbox wird, die noch hier reinkommen soll. Wahrscheinlich werde ich einen großen Kanister entweder weglassen müssen und den durch einen kleineren ersetzen, weil das dann mit der Länge von der Kühlbox nicht mehr passt. Dann habe ich hier in dieser super dreckigen Kiste noch so einiges an Kleinstzeug. Hier schon mal ein Ablauf für die Spüle, dann ein Wasserschlauch für die Kanisterpumpe, die ich schon besorgt habe, dann ein Fleckschlauch hier fürs Abwasser, dann noch mal ein bisschen Lasur, Nussbraun, und das ist ein bisschen Restholz, beziehungsweise nochmal einen guten Satz Scharniere, damit ich die Klappen fertig kriege, die ich geplant habe. Aro-Klappen. Dann habe ich hier noch so Griffe von Amazon, die sind in so einem Polished Bronze, also so ein bisschen Used Look. Das kommt zum Beispiel hier einmal. Ja, das muss ich aber nochmal ein bisschen kürzen hier, das Stück Schraube. Das ist nämlich ein bisschen zu lang. Ja, okay. Und das an so ein paar Klappen. Und ich würde sagen, wir legen los. Sieht jetzt auch mega hässlich aus, weil die Schrauben gut weit rausstehen. Also werde ich die Löcher jetzt ansenken müssen. Kasten ist jetzt fertig. Ich habe jetzt eine Klappe montiert, wo ich dann natürlich den ganzen Kasten öffnen kann und ich zum Beispiel Bettzeug oder Proviant oder was auch immer nachher reinkommt, dass das einen Platz hat. Ein paar Seitenwände. Ja, die rechte Seite ist sowieso immer blickdicht, einfach weil der Schrank davor ist. Und jetzt fehlt nur noch eine Bodenplatte dafür, dass ich das Zeug, was hier drin liegt, dass es auch an seinem Platz bleibt. Das machen wir jetzt mal einmal. Hier oben muss ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was schleifen, damit die Klappe hier vernünftig zugeht. Hier sind Magnetschnapper dran. Jo. Ja.
Kasten ist jetzt auch fertig. Ich habe hier natürlich wieder alles verschraubt, so wie es sein soll. Der Riegel funktioniert, die Klappe funktioniert ganz gut. Die habe ich jetzt, wie gesagt, nochmal nachgeschliffen. Und ja, hier habe ich extrem viel Platz, um da so ein paar Sachen reinzupacken. Also Sachen wie zum Beispiel Bettzeug oder, ja, mal gucken, einfach alles, was reinpasst, ne? Also man kann da nie genug Platz haben.